Ja, ich finde, wir sollten viel öfter mal selber kreativ sein, ne? Öfter mal was selber machen, ne? Und uns nicht immer so zum Sklaven der Konsumgesellschaft machen lassen, ne? Zum Beispiel Musik, ne? Anstatt sich jetzt immer nur berieseln zu lassen, ne? Einfach mal selber was komponieren, ne? So wie ich hier, ganz spontan am Klavier, ne? Oh yeah, Baby. Gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz so eingängig wie Satisfaction, ne, aber für einen Sieg beim Grand Prix müsste es reichen. Oder einfach mal ein Bild malen, ne? So wie der alte Picasso damals. Der hatte auch oft nur so Strichmännchen gemalt, ne? Hier, meins nenne ich der Mann mit den drei Beinen, ne? Gut, kann man jetzt übers Radio vielleicht nicht so gut erkennen. Oder neulich habe ich selber mal eine Ballettchoreografie erarbeitet. Schwanensee. Ich war der Schwan. Kostüm habe ich auch selbst gemacht, ne? Hab mir einfach den weißen Badeanzug und die weiße Badekappe von meiner Bekannten ausgeliehen, und vorne noch mit dem schwarzen Edding, Prinzessin draufgeschrieben, ne? Ja, und mit der Uraufführung habe ich meine Kumpels dann spontan überrascht, ne? Bei uns in der Kneipe, beim letzten Champions League-Spiel. Kurz vorm Anpfiff habe ich den Fernseher ausgeschaltet, eine CD mit der Musik eingelegt, ne, und hab losgelegt. Die waren alle sowas von begeistert, ne, die haben sich sogar spontan in die Inszenierung mit eingebracht. Ich glaube, so hoch wie ich ist noch keine Schwanenseeprinzessin geflogen. Auch nicht nach draußen auf dem Parkplatz. Jo, ich habe den letzten Akt dann vor zwei kopfschüttelnden Rentnern gespielt. Wahrscheinlich Parkinson, ne? Und aus der Kneipe war auf einmal ein Riesenjubel zu vernehmen. Ja, ich meine, das ist dann halt die verdiente Ernte, die man einfährt, ne? Wenn man einfach auch mal spontan selber kreativ ist.